Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Man sagt ja immer, die Urologie ist ein kleines Fach, aber so wie sich das hier heute Abend präsentiert, gibt es zumindest ein großes Interesse an diesem kleinen Fach. Und ich darf Sie eben auch im Namen meiner Mitarbeiter, die zum Teil hier heute auch anwesend sind, ganz herzlich begrüßen. Wir sprechen heute Abend über vier Themen und ich hoffe, dass sich die Damen auch angesprochen fühlen, nicht nur als Ehefrauen, sondern auch als urologisch Interessierte. Ich möchte Ihnen einmal nahebringen, warum wir heute als Urologen uns intensiv mit unserem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen zusammengetan haben, es tatkräftig unterstützen. Wir sprechen über Nierentumore, über Blasentumore und dann am Schluss natürlich über das Thema Prostatakrebs. Sprechen wir zuerst darüber, warum sich unsere Urologie im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen seit Jahren wirklich sehr, sehr engagiert. Sie engagiert sich damit, dass wir hier einen ständigen Mitarbeiter im NCT haben. Wir erarbeiten dort unsere sogenannten Standard Operating Procedures, das heißt die Pfade, wie wir unsere Tumorpatienten behandeln. Wir führen dort die Tumorboards dort durch für die Patienten, die nicht in diesen SOPs abgedeckt sind. Wir bieten Ihnen interdisziplinäre Sprechstunden, insbesondere für Nierentumore und Prostatakrebs. Hören Sie mich gut? Ist das okay? An. Sehen Sie? Ist jetzt besser? Ja? Okay. Und wir führen alle unsere Systemtherapien, das heißt Chemotherapien, medikamentöse Therapien, im NCT durch und machen das nicht selber. Und ich erkläre Ihnen gleich nachher, warum das so ist. Unter dem Strich, was wir wollen, ist, dass wir unseren Patienten auf schnellstmöglichem Wege die Ergebnisse der Grundlagenforschung zur Verfügung stellen wollen. Das NCT in Heidelberg wird von großen Förderprogrammen unterstützt, in denen wir uns erfolgreich beworben haben. Die Urologie war da dabei. Das ist einmal die Förderung durch die deutschen Krebshilfe, die sogenannten Exzellenzzentren, die mit 3 Millionen Euro pro Zentrum gefördert werden. Und das sind auch die Zentren, die im Bereich des Deutschen Konsortiums für translationale Krebsforschung geführt werden, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 150 Millionen Euro bundesweit gefördert werden. Und einer der Schwerpunkte dieser Förderung ist Prostatakarzinom. Und Sie sehen, es wäre völlig unmöglich für uns als Urologen, wenn wir hier also nicht in diesen Förderkonzepten mit dabei wären. Das Ganze setzt sich fort auf europäischer Ebene. In diesen Exzellenzzentren wird also heutzutage auch das sogenannte Biobanking eingefordert. Biobanking heißt, dass wir also Gewebe von Patienten in sogenannten Gewebebanken aufheben über Jahre und Jahrzehnte und an diesen Geweben forschen. Und das ist also so ein europäischer Verbund von Gewebebanken, in denen wir als Urologie eben über unsere Gewebebank am NCT mit Teilnehmern und Verbundprojekte durchführen können. Und das Time Magazine hat einmal das Gewebebanking, hier ist es aufgeführt, als eine der 10 großen Ideen gewürdigt, die möglicherweise eben die Welt verändern. Das ist unsere urologische Gewebebank, die wir seit 1990 bereits führen. Mein vor kurzem verstorbener Vorgänger Gerd Stehler hat diese Gewebebank begründet. Wir heben also von allen unseren Tumorpatienten, sofern sie einverstanden sind, Gewebe auf, speichern diese Gewebe und erheben dazu auch die entsprechenden Daten mit einem eigenen Dokumentationszentrum. Das sind exzellente Daten. Wir haben mittlerweile über 40.000 sogenannte Follow-up-Besuche und pro Besuch werden von unseren Dokumentarinnen 100 Parameter erfasst. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, warum das auch so wichtig ist für uns als Operateure, sich in diese Umgebung eines nationalen Tumorzentrums zu integrieren, weil für uns Operateure gelten ganz besondere Gesetze und das ist eine Lernkurve, das heißt, das sind unsere operativen Fähigkeiten, die über Jahre und Jahre sich entwickeln und irgendwann mal ihren Gipfel erreichen. Und um das zu tun,
müssen Sie jeden Tag operieren, jede Woche operieren. August Bier, der Vorgänger von Sauerbruch, hat dazu gesagt, zu diesen immer wiederkehrenden Prozeduren, viel operieren macht dumm. Nun, August Bier, der ein großartiger Chirurg war und Zehntausende von Eingriffen in seinem Leben gemacht hat, hat sich da nicht dran gehalten. Er war nicht dumm. Er hat unter anderem die Spinalanästhesie erfunden. Er hat als Förster einen der schönsten Wälder in Deutschland angelegt. Aber was schon richtig ist, ist, dass bei uns im Kopf als Operateure passiert tatsächlich etwas. Wenn wir eine Lernkurve durchlaufen, das sind links Bilder von Operateuren, die am Anfang einer solchen Lernkurve stehen, starten wir mit einem ganz anderen Muster in unserem Kopf, als wenn wir diese Lernkurve eines Tages beendet haben. Aber das Problem ist, wenn wir eines Tages aufhören zu operieren, geht alles wieder auf Null zurück. Das heißt also, wir müssen uns tatsächlich jeden Tag mit unserem Patienten im OP beschäftigen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn gleichzeitig auch noch vernünftigerweise Systemtherapie oder Chemotherapie betreiben? Und dazu, glaube ich, brauchen wir eben unsere Unterstützung. Schon der Nobelpreisträger Charles Huggins, der 1966 den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der Hormonbehandlung von Prostatakrebs. Es war übrigens die erste sogenannte Systemtherapie, die überhaupt Erfolg hatte. Hatte in seiner Bankettrede in Stockholm abends über die Tumortherapie gesagt, oh Gott, das Meer ist zu groß und mein Schiff ist zu klein. Er wollte damit damals schon seine Hilflosigkeit ausdrücken, in diesem großen Bereich Prostatakrebs als Systemtherapeut tätig zu sein. Und so kann man sich vorstellen, dass die Situation mittlerweile viel komplexer geworden ist. Nun, eine der größten Gefahren von Chemotherapien ist nicht, dass sie einem Patienten zu viel Chemotherapie geben, sondern dass sie ihm zu wenig Chemotherapie geben. Und das ist das Problem, wenn Sie einerseits den ganzen Tag operieren und dann werden Sie im OP angerufen und die Stationsschwester fragt, ach, der Herr so-und-so, der hat ein bisschen Fieber oder bei dem schaut das Blutbild nicht so gut aus. Wie viel Chemotherapie soll ich ihm geben? Dann sagen Sie eben mal schnell 50%. Und damit wird es dem Patienten auf jeden Fall gut gehen, so wie das hier steht. Great, no problems. Das Problem ist aber, dass dieser Patient nicht perfekt therapiert ist. Und deswegen arbeiten wir mit unseren Kollegen im NCT zusammen und machen die Chemotherapien dort, damit sichergestellt ist, dass jeder Patient die optimale Dosis Chemotherapie oder heute Systemtherapie erhält. Also eine Gefahr, wenn jemand nicht perfekt Chemotherapie applizieren kann, ist, dass man einfach zu wenig davon gibt. Und so wird Systemtherapie in der Zukunft ausschauen, auch für urologische Tumore. Es ist eine extrem komplexe Situation mit molekularen Datenbanken, hypothetischen Krebsmodellen, mit Datenbanken, in denen die verschiedenen Medikamente erfasst sind. Und hier haben wir als Operateure unseren Platz. Wir entfernen die Tumore, wir liefern die Gewebe, beraten natürlich unsere Patienten, aber am Schluss wird aus diesem komplexen pharmakologischen Universum eine optimale Therapie für unsere Patienten herauskommen. Gehen wir mal ein bisschen zurück in unser liebes, schönes Heidelberg, in das 19. Jahrhundert. 1869 hat hier Gustav Simon weltweit die erste Niere entfernt und damit möchte ich den Übergang zu den Nierentumoren herstellen. Es war eine unglaubliche Leistung. Man wusste gar nicht, ob ein Patient mit nur einer Niere leben kann. Er hat tatsächlich diese erste Operation durchgeführt, die die Patientin Frau Kleb dann auch wirklich überlebt hatte. Und kurze Zeit später hat ebenfalls hier in Heidelberg Vincenz von Czerny den ersten Nierentumor aus einer Niere entfernt, ohne die Niere dabei komplett ebenfalls zu entfernen. So sah das damals aus bei Professor von Czerny im Operationssaal. Auch von Czerny hat das gemacht, weil er nicht wusste, hat denn dieser Patient, den er operiert, eine Niere oder zwei Nieren, ist an der anderen Niere auch ein Tumor dran. Es gab ja kein Ultraschall, keine Röntgenbilder, kein gar nichts.
Heute ist die Situation natürlich viel, viel komfortabler geworden. Wir haben diese fantastischen CT-Bilder. Und wenn Sie hier hinsehen, dann sehen Sie hier den Tumor an dieser Niere, den man auch entfernen kann, ohne die Niere zu entfernen. Fällt irgendjemandem hier im Saal noch was anderes auf an diesem Bild? Nun, an der anderen Niere ist auch ein Tumor. Das ist genauso ein Patient, wie ihn sich von Czerny vorgestellt hatte. Das heißt, dieser Patient muss auf beiden Seiten operiert werden. Und wenn man jedes Mal die ganze Niere entfernen würde, nur wegen dem Tumor, dann müsste der Patient nachher an die Dialyse gehen. Dass wir heute so schöne Bilder machen können, das habe ich für den Professor Eckert mitgebracht, dieses Bild. Das liegt nicht zuletzt an diesen vier Musikern, die Sie alle kennen, die Beatles. Warum können wir CTs machen? Wegen den Beatles. Nun, das war so, die waren bei einem Plattenlabel unter Vertrag, bei EMI, und die hatten unheimlich viel Geld für EMI eingespielt. Und weil EMI so viel Geld hatte, hatte EMI zu einem Physiker gesagt: Herr Hounsfield, wir haben so viel Geld, du kannst tatsächlich ein bisschen Geld für deine Forschung haben. Wir glauben zwar nicht, dass was dabei herauskommt, aber benutze es einfach. Und tatsächlich hat also Hounsfield das erste CT entwickelt und hat dafür später auch den Nobelpreis bekommen. Und heute würde man das eben translationale Forschung nennen. Das heißt, dass man Mittel von einer Einnahmequelle woanders hin transferiert hat, um dann gute Forschung zu betreiben. So schaut das heute aus. Wenn man einen solchen Nierentumor vor sich hat, das ist ein relativ kleiner Schnitt, es wird jetzt ein bisschen blutig. Ich hatte schon gehört, dass der Herr Professor Karg Ihnen relativ robuste Chirurgie hier gezeigt hat. Ich hatte meinen Vortrag am Anfang völlig blutlos durchgestylt, aber nachdem ich gehört hatte, dass Sie sogar schon Bypass-Chirurgie gesehen haben, dachte ich mir, Sie sind doch sehr belastbar. Und die, die vielleicht nicht so belastbar sind, die gucken jetzt kurz weg. Hier zeigen wir Ihnen, wie wir traditionell einen solchen Nierentumor aus der Niere entfernen. Also Sie sehen, es blutet jetzt nicht ganz so arg. Da sind ein paar rote Blutkörperchen. Aber man kann hier also den Tumor prima rausnehmen. Und die Niere, war schlimm? Nee, gut. Und die Niere also drinnen lassen. Das Ganze geht natürlich in der Zukunft hoffentlich noch ein bisschen eleganter, wobei die Zukunft hier in Heidelberg schon begonnen hat. Und ich bin wirklich sehr privilegiert, exzellente junge Mitarbeiter zu haben, die also völlig querdenken können und innovativ und kreativ sind. Und hier haben wir den Dr. Theber, der müsste eigentlich heute Abend auch da sein, und der Herr Simpfendörfer, die arbeiten hier in einer Arbeitsgruppe mit dem DKFZ zusammen und sind DFG gefördert. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was die entwickelt haben. Die haben einen Styroporball genommen und in diesem Styroporball ein Gummibärchen versteckt. Und was Sie hier sehen, ist, dass, obwohl Sie das Gummibärchen in dem Styroporball gar nicht sehen können, ist vorher von dem Styroporball ein CT gemacht worden, und über den Styroporball ist dieses virtuelle Bild drüber projiziert, was uns immer zeigt in Echtzeit, wo ist unser Gummibärchen. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Urologen mit den Gummibärchen? Diese Technik wird natürlich jetzt ist weiterentwickelt worden, und was wir können, ist, dass wir über unsere Kameras, mit denen wir in die Patienten hineinschauen, diese Marker wahrnehmen können. Sie sehen hier auch diese Marker, und diese Marker sagen unserem CT-Server, in welcher Position sich unsere Kamera im Moment im Verhältnis zu dem Styroporball oder zur Niere befindet, und wir kriegen als Operateure gezeigt, wo der Tumor in der Niere dann tatsächlich ist. Und Sie sehen, die Sache wird plötzlich komplexer. So schaut es in so einem OP aus, in dem wir dieses Prinzip dann tatsächlich umsetzen, ein sogenannter Hybridsaal, in dem ein Computertomograph vorhanden ist. Der Patient, der liegt hier, und es ist alles für den Eingriff vorbereitet. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie wir tatsächlich jetzt in der Niere, das ist eine echte Operation am Menschen. Sie sehen, hier sehen Sie gar nichts von dem Tumor, aber unser CT zeigt unserem Operateur praktisch freischwebend, virtuell real,
wo der Tumor ist. Und das ist natürlich für den Operateur eine ganz tolle Sache, wenn er nicht in der Niere herumsuchen muss und nach diesem Tumor sucht und dabei möglicherweise einen Teil der Niere kaputt macht, den er gar nicht kaputt machen möchte, sondern er bekommt auf die Art und Weise gezeigt, wohin er sich orientieren muss, um diesen Tumor möglichst genau herauszunehmen. Das kann man noch ein bisschen weiter treiben. Wir können jetzt unsere eigenen Instrumente röntgen und mit diesem Bild kombinieren. Hier ist wieder der Tumor, hier sehen wir unsere Instrumente und wir können jetzt praktisch an der Niere uns genau überlegen, wie viel Millimeterchen von dem gesunden Nierengewebe nimmt man mit, um den Tumor sicher zu entfernen, und kann also auf diese Art und Weise sehr, sehr elegant seinen Eingriff planen. Haben Sie da aktuell eine Frage dazu? Gut, dann können wir das nachher diskutieren. Unsere junge Arbeitsgruppe ist natürlich eine wilde Arbeitsgruppe, die noch ganz andere Ideen hat, die auch andere Vorbilder hatte in ihrer Jugend. Man sieht hier dieses Gerät. Steve Jobs hat das später in das iPad verwandelt. Und der Dr. Theber hat mit seiner Arbeitsgruppe dieses iPad gehackt oder jailgebreakt. Und das ist, was dabei herauskommt. Wir können also mit diesem iPad wirklich tatsächlich in die Patienten hineinschauen. Wieder funktioniert das so, dass die Kamera des iPads diese Oberflächenmarker auf dieser Puppe wahrnimmt und dann entsprechend die Daten von einem Computertomograph-Server abruft. Jetzt ist das, wie Sie sehen, alles im Büro. Und ich möchte Ihnen kurz zeigen, am Menschen aber völlig blutlos, dass das auch in Wirklichkeit funktioniert. Wir sehen hier die Niere. Hier ist die Nadel. Und was wir wollen, ist, diese Nadel in einen ganz bestimmten Teil der Niere hinein zu versenken. In das sogenannte Hohlsystem, in dem sich der Urin sammelt. Und Sie sehen, mit dem iPad haben wir also millimetergenau dieses Hohlsystem getroffen und die Nadel entsprechend positioniert. Das Problem ist, dass nicht alle Nierentumore so klein sind. Man sollte vermuten, dadurch, dass heute so viele Ultraschalluntersuchungen gemacht werden, dass die kleinen Nierentumore immer häufiger werden. Hier ist 1983, hier ist 2001. Sie sehen, tatsächlich dadurch, dass mehr Ultraschalluntersuchungen beim Gastroenterologen, Kardiologen etc. gemacht werden, entdeckt man immer mehr von diesen kleinen Tumoren und würde jetzt hoffen, dass die großen Tumoren, das sind jetzt Tumore 2 bis 4 Zentimeter, ebenfalls durch Ultraschall zufällig entdeckt, aber man würde hoffen, dass die großen Tumore 4 bis 7 Zentimeter, die gehen also nicht zurück, sondern die Häufigkeit von denen bleibt genau gleich. Und auch die ganz großen Tumore über 7 Zentimeter, auch diese Tumore bleiben in ihrer Häufigkeit gleich. Nun, wenn ein Nierentumor wirklich groß ist, so wie hier gezeigt in dem Handbuch von Lichtenberg aus dem Jahr 1927, fällt er auf durch die Schwellung, durch die Schmerzen und unter Umständen auch durch die Blutung. Und eins der größten Probleme, dass diese Nierentumore machen können, ist, dass sie aus der Niere herauswachsen und über die große untere Hohlvene bis in das rechte Herz hineinwachsen. Also man sieht, Hightech im Unterleib war ja, glaube ich, die Überschrift, die die Frau Sommer heute dem Vortrag zugeordnet hatte. Aber wir bewegen uns also hier gerade mal vom Unterleib bis weit in den Brustkorb hinein als Urologen, zusammen mit unseren Kollegen von der Herzchirurgie. Und Sie sehen, dass diese Tumore können aus der Niere über die Nierenvene dann in die verschiedenen Abschnitte hinter der Leber bis hier nach oben ins Herz hineinwachsen. Je höher dieser Tumorthrombus wächst, desto kritischer ist die Überlebenszeit. Die Patienten, die da oben den Tumor im Herzen haben, die überleben im Mittel nur mehr 12 Monate. Wie operieren wir das jetzt? Normalerweise, üblicherweise wird das gemeinsam mit der Herzchirurgie gemacht. Hier wird der Tumor freigelegt, da oben wird die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, dann wird das Herz eröffnet und ein Teil des Tumors wird da oben entnommen und ein Teil da unten. Optimal ist natürlich für die Patienten, wenn so eine Herz-Lungen-Maschine gar nicht zum Einsatz kommt, weil das
Man kann sich das vorstellen, das ist für Patienten doch relativ belastend, was wir hier in Heidelberg entwickelt haben. Und trotzdem war es nicht unsere Idee, weil wir dann gesehen haben, dass schon 1982 ein Kollege von uns in Los Angeles die gleiche Idee hatte, ist, dass wir entweder mit einem Ballon von hier unten bis in das Herz hinaufrutschen und den Ballon da aufblasen und den Thrombus dann zurückziehen. Das ist ganz optimal. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man das Herz da oben auch aufmachen und einfach einen Finger hineinstecken und mit dem Finger den Thrombus so weit zurückschieben, bis man ihn entfernen kann, ohne den Patienten an die Herz-Lungen-Maschine anzuschließen. Das sind Techniken, die tatsächlich gut funktionieren. Wenn Tumore sehr groß sind und weit über die Niere hinauswachsen, wird gelegentlich auch dann noch intraoperativ eine Bestrahlung durchgeführt. Aber man kann sich auch als Laie vorstellen, diese Chirurgie und diese Bestrahlung, das kann noch nicht das Ganze gewesen sein für den Patienten oder für die Patientin, sondern es muss zusätzlich noch eine medikamentöse Tumortherapie durchgeführt werden. Und bei der Niere ist das besonders schwierig. Warum ist das so schwer? Das ist eine Arbeit, die vor 3 Jahren publiziert worden ist. Die betrifft nur 4 Patienten, aber die Arbeit hatte eine geniale Idee zugrunde. Und zwar, was die Untersuchungsgruppe gemacht hat und nachher in einem der besten Journale der Welt publiziert hat. Sie hat aus dem Tumor verschiedene Proben entnommen und bei diesen Patienten, die auch Metastasen hatten, auch das Metastasengewebe analysiert. Und was sich dabei gezeigt hat, ist, dass ein Tumor eben nicht ein Tumor ist, sondern ein Tumor ist viele verschiedene Tumore. Das heißt, die Genetik dieser Tumore ist an verschiedenen Stellen völlig unterschiedlich. Wir nennen das als Fachleute Tumorheterogenität. Und es war ein sehr, sehr ernüchterndes Paper, eine sehr ernüchternde Arbeit, weil wir hatten immer gedacht, wenn man an einer Stelle dieses Tumors das Genom, die Genetik dieses Tumors entschlüsselt, dann könnten wir verstehen, welche Therapie für diesen Patienten optimal ist. Wir waren nicht darauf eingestellt, und das gilt weltweit, dass Tumore eben heterogen sind und in Wirklichkeit aus vielen verschiedenen Tumoren bestehen. Das ist das Problem bei solchen Studienansätzen, wie wir es hier auch verfolgen in Heidelberg, wo wir bei Patienten mit solchen fortgeschrittenen Nierentumoren, in diesem Fall in der sogenannten Mohr-Studie, tatsächlich wiederholt eine Sequenzierung des gesamten Genoms machen. Sie sehen, wir machen das hier immer wieder und passen dann die Therapie, soweit das möglich ist, an. Aber man muss das eben an mehreren Proben von dem gleichen Tumor machen. Und damit ist immer noch nicht garantiert, dass man tatsächlich die Genetik dieses Tumors kompetent und vollständig erfasst. Ein anderer Weg, und der ist wesentlich eleganter, ist daher das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem, so scharf zu stellen, dass unser eigenes Immunsystem die Tumore, die entstehen, attackiert. Der Grundgedanke dieser Immuntherapien, den kann man relativ leicht erklären. Wir haben hier eine Tumorzelle und üblicherweise werden diese Tumorzellen von T-Zellen im Körper erkannt und vernichtet. Und man muss davon ausgehen, dass in den meisten von uns jeden Tag irgendwo ein kleiner bösartiger Tumor entsteht, aber dieser Tumor sofort von unserem Immunsystem erkannt und wieder zerstört wird. Unglücklicherweise haben jetzt einige Tumore die Fähigkeit, unserem Immunsystem mitzuteilen, ich bin hier zu Hause. Ich bin hier genauso willkommen in diesem Körper wie die Leber oder die Niere oder jedes andere gesunde Gewebe. Und mittlerweile sind die Signale entschlüsselt, mit denen diese Tumorzellen, hier steht PD1 und hier steht CTLA4, mit denen die Tumorzellen dem Immunsystem kommunizieren, toleriere mich, ich gehöre hierher. Das ist also ein echtes Kuckucksei. Nun, es gibt mittlerweile eine ganze Signalkaskade, die bekannt ist für die Kommunikation zwischen solchen Tumorzellen einerseits und dem Immunsystem andererseits. Und hier in Heidelberg in der Zusammenarbeit von NCT und Urologie wird zurzeit eine Studie durchgeführt, bei der 2 dieser Signalwege, einmal das PD1 und dann hier das CTLA4, gehemmt werden.
Das heißt also, hier ist das nochmal gezeigt, was wir tun bei diesen Patienten mit fortgeschrittenen Nierenzellkarzinomen, ist, dass wir diesen Signalweg zwischen Tumorzelle und T-Zelle unterbrechen, der dem Immunsystem sagt, ich bin hier willkommen, sondern die Tumorzelle soll auf diese Art und Weise nicht mehr die Möglichkeit haben, sich in uns einzunisten, ohne vom Immunsystem dabei attackiert zu werden. Hier ist gerade der erste Patient in die Behandlung gegangen und wir sind also wirklich sehr neugierig darauf, wie diese Studie ausgehen wird. Gehen wir noch mal kurz zu Gustav Simon zurück, der hier bei uns am Bergfriedhof begraben ist. Er ist ganz jung gestorben, er war gerade mal 56 Jahre alt. Er hatte ein sogenanntes thorakales Aortenaneurysma, das heißt, die große Hauptschlagader ist in seinem Brustkorb geplatzt. Damals konnte man gar nichts machen. Heute würde der Professor Karg oder Professor Böckler ihn problemlos operieren können. Nun jedenfalls bei Professor Simon war damals, wie er zum ersten Mal eine Niere entfernt hat, auch ein junger Kollege im OP, Maximilian Nietzsche. Maximilian Nietzsche hat einen solchen Einfluss auf die Urologie gehabt, dass die Deutsche Gesellschaft für Urologie mittlerweile ihren höchsten wissenschaftlichen Preis nach ihm benennt und auch für besondere Verdienste die Nietzsche-Medaille verleiht. Nun, was hat Nietzsche entwickelt? Nietzsche hat das Endoskop entwickelt, also dünne Stäbchen, in denen eine Optik untergebracht ist, durch die man durchgucken kann. Das wird hier zum Beispiel bei Triebwerken verwendet. Aber wir Urologen, und Nietzsche war Urologe, verwenden das natürlich, um zum Beispiel in die Blase hineinzuschauen. Und hier sehen Sie so einen Blasentumor, der mit einem speziellen Farbstoff angereichert worden ist. Und wenn der so oberflächlich ist, dieser Blasentumor, dann kann man diesen Tumor einfach mal wegnehmen und es ist alles in Ordnung. Ich zeige Ihnen jetzt einen Blasentumor ohne Blut, wo jeder hier im Raum natürlich versteht, das ist jetzt kein Tumor, den man einfach mal so aus der Blase von innen entfernen kann. Hier sehen Sie noch die anderen Tumore. Dieser Tumor ist weit in die Wand der Blase hineingewachsen, erreicht das Blutgefäß, das Lymphgefäßsystem. Also das sind Sachen, Befunde, da muss die ganze Blase entfernt werden. Die Frage von dem Patienten ist natürlich immer, wie können wir denn eine Harnblase ersetzen? Und das waren Bestrebungen auf der ganzen Welt. Das interessiert uns natürlich genauso in Nordafrika wie in Deutschland oder in Schweden oder USA. Es hat dazu viele, viele Forschungsarbeiten über Jahrzehnte gegeben, die dazu geführt haben, dass wir aus verschiedenen Darmsegmenten heute optimalerweise Patienten einfach eine neue Blase bauen können, die wir wieder dorthin bringen, wo die alte Blase war. Und wenn das für den Patienten optimal läuft, dann ist das nachher fast so, als wäre nichts gewesen. Es gibt natürlich Patienten, bei denen ist auch die Harnröhre betroffen von so einem Tumor. Für die muss es eine andere Lösung geben. Auch diesen Patienten kann man eine neue Harnblase konstruieren. Diese Harnblase muss aber einen Ventilmechanismus haben, über den wir diese Blase dann entleeren können. Man kann hier beispielsweise den Blinddarm dazu nehmen. Das ist noch eine relativ junge Frau. Und sie selber sagt, sie ist absolut bikinifähig, was ich unterstütze. Und Sie sehen aber, dass das kosmetische Ergebnis solcher Operationen durchaus ansprechend sein kann. Diese junge Frau hat also eine Harnblase, die hinter dem Nabel versteckt ist und in dem Nabel selber haben wir das Ventil versteckt und über einen Katheter kann sie jetzt mehrfach täglich, immer wenn diese Blase voll ist, diese Blase entleeren. Und das kann man auch schon bei Kindern ab dem 5. Lebensjahr durchführen, sofern das notwendig ist. Nun, jetzt gibt es natürlich viele Patienten, die sagen, bevor ich meine Blase entfernen lassen würde, möchte ich lieber sterben. Und das kann man auch gut verstehen, weil das ist schon ein tiefgreifender Lebenseinschnitt. Und wenn man so beim Urologen sitzt und darüber diskutiert, dass man so eine große Operation haben soll, obwohl man ja noch gar nichts spürt, es kommt nur ein bisschen Blut im Urin raus, da denkt man sich, das möchte ich doch noch ein bisschen hinausschieben oder am liebsten gar nicht machen.
Und dann ist die typische Frage der Patienten: Herr Professor, wie lange lebe ich denn noch, wenn ich nichts machen lasse? Nun, eine Antwort auf diese Frage gibt uns Peter Noll. Peter Noll war Professor für Strafrecht an der Universität Zürich. Er hat interessanterweise unter anderem ein Buch publiziert über die letzten 17 Todesurteile, die in der Schweiz vollstreckt worden sind. Und am 19. Dezember 1981 wurde er mit Blasenkrebs diagnostiziert. Er hat aber seinem Urologen, Professor Zink, der damals auch in Zürich war, später in Bern, gesagt, er möchte auf keinen Fall seine Blase verlieren, er möchte selbstbestimmt bleiben, er möchte seine körperliche Integrität behalten. Und er hat gleichzeitig angefangen, ein Tagebuch zu führen. Das Tagebuch ist redigiert worden von Max Frisch und ist als Buch erschienen, Diktate über Sterben und Tod, in Auszügen auch im Spiegel publiziert. Und dieses Tagebuch beschreibt uns also nachvollziehbar den Weg eines Menschen, der am Schluss am Blasenkrebs stirbt und diese Entfernung der Harnblase abgelehnt hat. Und das ist ein so langer und auch schwerer Weg, den Peter Noll gegangen ist, dass es sich lohnt, dieses Buch zu lesen, bevor man sich entscheidet. Nun kommen wir zu dem Thema, was natürlich jetzt hauptsächlich die Männer hier interessiert. Wobei man sagen muss, wenn man in die Selbsthilfegruppen geht, ist es ganz häufig so, dass viele Patienten von ihren Ehefrauen begleitet werden. Und die Ehefrauen sind ganz häufig die, die viel engagierter fragen als die Betroffenen selber. Wir kommen also zum Prostatakrebs. Schauen wir uns kurz an, wie häufig kommt denn Prostatakrebs überhaupt vor? Prostatakrebs ist der häufigste bösartige Tumor des Mannes in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Sie sehen, es ist ein ganz, ganz häufiger Tumor. Steht hier Nummer 1, dann kommt die Lunge, Darm, Harnblase, schwarzer Hautkrebs, Magen, Niere, da unten der Hodentumor. Und wenn wir uns die 5-Jahres-Überlebensraten anschauen, ich weiß, dass Sie dieses Bild nicht lesen können, das ist zu klein, aber ich erkläre es Ihnen, dann überleben nach 5 Jahren ganz exzellent die Patienten mit Hodentumor. Das ist unschlagbar gut, das Überleben. Es überlebt mittlerweile fast jeder Patient dauerhaft, der einen Hodentumor hat. Nummer 2 ist der Prostatakrebs. Da fragt man sich ja, was denn, wenn 5 Jahre so toll sind, fast alle überleben, warum müssen wir uns darüber überhaupt unterhalten? Dann kommen hier viele andere Tumore. Ganz unten ist die Bauchspeicheldrüse katastrophal. Bis heute, wenn man so eine Erkrankung hat, Lebertumore, Lungenkrebs. Aber wie gesagt, Prostatakrebs ist da ganz nach 5 Jahren ganz oben. Eigentlich könnte man denken, man ist jetzt ganz entspannt. Aber unglücklicherweise, wenn wir uns jetzt die Todesstatistik anschauen, das heißt, welche Tumore führen am Ende tatsächlich zum Tod, ist der Prostatakrebs hier schon an 3. Stelle. Ganz unangefochten führt die Lunge, aber Darmtumore und Prostatakrebs sind fast identisch. Was uns das also sagt, diese Statistik, ist, dass Prostatakrebs ist ein Langsamläufer. Der entwickelt sich langsam, aber wir müssen über diesen 5-Jahres-Horizont hinausschauen. Wir müssen gucken, was ist nach 7, 8, 10 Jahren. Und plötzlich wird dieser Tumor tatsächlich für viele Männer eine tödliche Gefahr. Also diese guten 5-Jahres-Ergebnisse sind in diesem Fall eine echte Täuschung. Nun, ganz häufig im Zusammenhang mit Prostatakrebs wird natürlich über Früherkennung diskutiert. Soll man zum Urologen gehen, ja oder nein? Und da gibt es insbesondere einen Laborwert, an dem scheiden sich die Geister. Egal, ob das die Bunte ist, der Spiegel. Jede Zeitung schreibt über den PSA-Wert. Und wir wissen also, der PSA-Wert ist ein echter Aufreger. Ich zeige Ihnen jetzt mal, warum. Es ist leider ein bisschen unscharfes Bild.
Es ist unscharf, weil es ein altes Bild ist. Und es gab tatsächlich diese Airline, Pacific Southwest Airlines. Das sind eigentlich schöne Assoziationen mit dem PSA. Es gibt jetzt Assoziationen, die sind nicht so glücklich. Und dieses Wort Patient Stress Amplifier wurde geprägt von einem Urologen, von Paul Schellhammer, der sogar Präsident der Amerikanischen Gesellschaft für Urologie war und der nicht nur Urologe und Präsident der Gesellschaft war, sondern der selber auch ein Prostatakarzinom hatte und immer noch hat und sich von einem Kollegen hat operieren lassen, der ebenfalls ein Prostatakarzinom hat. Und Paul, ich verrate hier also keine Interna, würde ich auch nie machen, aber Paul Schellhammer geht damit extrem offensiv um und publiziert regelmäßig seinen eigenen Fall, damit wir, seine Kollegen, verstehen, wie geht es so einem Patienten mit Prostatakrebs. Und wie gesagt, er hat diesen Tumor immer noch, obwohl er operiert worden ist. Das heißt, er ist also in einer relativ schwierigen Situation. In Wirklichkeit heißt PSA natürlich prostataspezifisches Antigen. Was ist das? Das ist ein Eiweiß, das jeder gesunde Mann bildet, das von der Prostata in das Ejakulat ausgeschieden wird. Und dieses Eiweiß, dieses PSA, sorgt einfach dafür, dass wir fruchtbar sind, dass die Spermien sich im Ejakulat frei bewegen können und zur Eizelle schwimmen können. Und so auf diese Art und Weise können wir eben Kinder zeugen als gesunde Männer. Bei Prostatakrebs finden wir erhöhte Konzentrationen dieses PSAs im Blut. Das heißt also, PSA ist primär kein Tumormarker, der nur von einem Tumor gebildet wird, sondern jeder Mann bildet PSA, aber in mehr oder weniger unspezifischer Art und Weise ist dieses PSA im Blut erhöht, wenn ein Mann einen Tumor hat. Und das ist der Punkt, warum es so schwierig ist, damit umzugehen, weil es keinen klaren Werte gibt, wann ist ein Tumor da und wann ist kein Tumor da. Nun, was schon mal ganz wichtig ist, und das kann man sich einfach als ganz praktischen Tipp heute mit nach Hause nehmen, das ist eine Empfehlung der Amerikanischen Gesellschaft für Urologie. Da gibt es die Initiative Choosing Wisely. Das wird in jedem Fach, werden die 5 wichtigsten Merksätze formuliert. Was möchte die Fachgesellschaft ihren Patienten jetzt einfach mal so mitgeben an praktischen Tipps? Und da findet sich auch dieser Tipp. Und dieser Tipp bedeutet, wenn bei Ihnen ein erhöhtes PSA gemessen wird und Ihr Urologe sagt, vielleicht ist das ja eine Entzündung, jetzt gebe ich Ihnen erstmal Antibiotika. Dann können Sie sagen, Herr Doktor, aber ich habe doch gar keine Beschwerden. Und wenn Sie keine Beschwerden haben, das ist genau das, was da steht, brauchen Sie auch keine Antibiotika, sondern dann sollte man mal gucken, was hat es denn mit diesem erhöhten PSA auf sich. Choosing Wisely, einer der 5 wichtigsten Merksätze aus der Urologie, keine Antibiotika geben, wenn man keine Beschwerden hat und trotzdem das PSA erhöht ist. Letztes Jahr ist auch eine Studie zu dem PSA veröffentlicht worden, die von Fritz Schröder aus Rotterdam über viele, viele Jahre geleitet wurde und die nachgeguckt hat, was leistet denn die PSA-Bestimmung jetzt tatsächlich für die Tumorfrüherkennung. Und diese Studie wurde über viele Jahre immer wieder exzellent publiziert, hier in Lancet, ein ganz tolles Journal, früher im New England Journal of Medicine. Und da gab es im Prinzip eine Gruppe von Patienten, bei denen wurde PSA gemessen und eine andere Gruppe von Patienten, bei denen wurde kein PSA gemessen. Was ein Problem war bei dieser Studie, je länger die Studie gelaufen ist, desto mehr Patienten sind aus dem Arm, wo kein PSA gemessen worden ist, in den Arm rüber gewechselt, wo das PSA bestimmt worden ist, weil sie Angst bekommen haben. Und damit hat sich das Ergebnis dieser Studie immer weiter nach hinten rausgezögert. Und in den ersten Jahren dieser Studie, wo sich kein Unterschied gezeigt hatte, und mittlerweile wissen Sie ja schon, nach 5 Jahren sind die Überlebensraten beim Prostatakrebs exzellent, wurde diese Studie dazu benutzt, dass das PSA völliger Quatsch ist und dass das nur dazu da ist, um das Geld von den Patienten zu nehmen und die Kassen zu belasten etc.
Also sie wurde immer wieder dazu verwendet, klarzumachen, PSA-Bestimmung ist wertlos. Nun, wir sind mittlerweile im 13. Jahr der Beobachtung und Sie sehen, wie weit diese Arme mittlerweile auseinandergehen. Sie alle wissen heute Abend, Prostatakrebs ist ein Langsamläufer. Und tatsächlich ist es jetzt im Moment so, dass die tumorspezifische Mortalität, das heißt also die Rate der Patienten, die am Tumor versterben, in der Gruppe, bei der das PSA bestimmt worden ist, deutlich, deutlich niedriger ist als in der Gruppe, wo das PSA eben nicht bestimmt worden ist. Im Moment sprechen wir von einer Reduktion der Mortalität um 27%. Und man muss sagen, das sind noch nicht mal Patienten, die auch, bei denen auch die Prostata mit dem Finger untersucht worden ist, sondern da ist tatsächlich nur Blut abgenommen worden. Man kann voraussetzen, wenn dieser Patient immer vom gleichen Urologen gesehen wird, der ihn genau kennt, mit dem Finger untersucht, dann wären diese Unterschiede wahrscheinlich noch viel größer. Es gibt eine aktuell laufende Studie, die heißt ProBase. Möglicherweise sitzen hier einige im Publikum, die damit schon Bekanntschaft gemacht haben. Diese Studie, ProBase, die von der Deutschen Krebshilfe mit über 5 Millionen Euro gefördert wird, soll herauskriegen, wie geht man denn mit dem PSA optimalerweise um? Ab dem 45. Lebensjahr. Es gibt 4 Studienzentren in Deutschland. Hannover, Düsseldorf, der Professor Albers aus Düsseldorf hat diese Studie initiiert, er hat diese Idee gehabt. Heidelberg, wir sind mit dabei und München, das sind die 4 Studienzentren. Und in diesen 4 Studienzentren werden insgesamt 50.000 Teilnehmer eingeladen über die Einwohnermeldeämter zu einer PSA-Kontrolle. Die Gruppen werden eingeteilt in PSA 1 bis 1,5, dann bis 2,9 und Patienten, die über 2,9 haben. Am Ende dieser Studie werden wir 1.500.000 Proben in unserer Biobank haben. Und natürlich wird diese Studie auch mit der sogenannten nationalen Kohorte, also mit dem großen Biobankprojekt Deutschlands, zusammenarbeiten, um herauszukriegen, wie man PSA optimalerweise bei Männern zur Früherkennung bestimmt und wie man diese PSA-Bestimmungen risikoadaptiert durchführt. Gleichzeitig bei den Patienten, die auffällig sind, führen wir eine Magnetresonanztomographie der Prostata durch und suchen auch nach neuen Biomarkern und genetischen Faktoren des Prostatakarzinoms. Nun, was am PSA aber ganz unzweifelhaft ein großer Vorteil ist, das ist, dass PSA bei einem Mann, bei dem die Prostata noch drinnen ist, wie gesagt, kein Tumormarker ist. Wenn aber bei einem Patienten die Prostata bereits entfernt ist, weil er einen Prostatakrebs hatte, dann muss das PSA in den nicht nachweisbaren Bereich abfallen. Das heißt, durch die Operation wird das PSA zu einem echten Tumormarker und wir wissen genau, solange das PSA nicht messbar ist, hat der Patient auch kein Problem. Wenn das PSA messbar werden sollte, schon in ganz niedrigen Bereichen, wissen wir heute, wir können diese Patienten nach der Operation noch bestrahlen und bei diesen, vor allem bei den frühen Interventionen, also bei niedrigen PSA-Werten, wenn da bestrahlt wird, lassen sich hier noch Heilungsraten von 60% und mehr erreichen. Jetzt gibt es natürlich auch, genauso wie beim Blasenkrebs, auch beim Prostatakrebs, viele Patienten, die sagen, was passiert denn, wenn ich gar nichts machen lasse, einfach nur gucke. Und tatsächlich, diese Studie hat es auch gegeben, oder die gibt es, die ist auch gerade wieder publiziert worden, ebenfalls im New England Journal of Medicine, eine skandinavische Studie, heute würde das kein Mensch mehr machen. Von 1989 bis 1999 sind hier die Patienten eingeschlossen worden, die ein lokal begrenztes Prostatakarzinom hatten, das also potenziell heilbar war. Eine Gruppe hat man behandelt, bei der anderen Gruppe hat man nur geschaut. Watchful Waiting, das heißt, diese Patienten haben erst dann eine Therapie bekommen, wenn sie beispielsweise Schmerzen hatten. Auch bei dieser Studie in den ersten Jahren kein Unterschied zwischen der Gruppe der Patienten, die operiert worden sind, und der Gruppe, die nicht operiert worden sind. Heute wissen wir aber, dass wir
8 Patienten behandeln müssen, um einen Todesfall zu vermeiden. Und wenn die Patienten jünger sind als 65 Jahre, sogar nur 4 Patienten. Das heißt also, eine enorme Erfolgsstory von der aktiven Intervention, das heißt der radikalen Entfernung der Prostata. Diese Studie war damals so designt, dass man in dem Studienlayout heute sogar sagen müsste, wenn wir das heute nochmal machen würden, wären die Unterschiede zwischen der Gruppe, die operiert worden ist, und der Gruppe, die nicht operiert worden ist, noch viel größer. Wie wird jetzt Prostatakrebs überhaupt diagnostiziert? Üblicherweise wird das so gemacht, dass man hier eine Biopsie nimmt durch den Enddarm. Und das Problem bei dieser Biopsie durch den Enddarm ist eben, dass hier bis zu 80% der Tumore verpasst werden. Diese Form der Biopsie wird auch in den Leitlinien so empfohlen. Hier hat sich wieder eine unserer jungen Arbeitsgruppen dran gemacht, die Leitlinien auf den Kopf zu stellen und hat hier die letzten 8 Jahre dran gearbeitet, gemeinsam mit dem DKFZ und einer Firma in der Nähe von Darmstadt mit Medcom. Und was diese Gruppe gemacht hat, ist, dass sie zusätzlich das MRT zum Ultraschall als diagnostisches Instrument etabliert hat. Wir machen das so, dass wir Ultraschall und MRT miteinander fusionieren. Das ist im Prinzip genauso ein Prozess, wie Sie ihn von Google kennen, wo Sie eine Landkarte haben, ein Satellitenbild und dann die beiden Daten übereinander legen können. Nun, wenn wir das mit dem MRT und dem Ultraschall machen, ist das ein bisschen komplizierter. Und wenn man das sieht, denkt man an August Bier und was das Operieren mit einem anstellt. Also das heißt, man braucht hier tatkräftige Hilfe. Und wenn man diese Hilfe hat, dann kommt sowas dabei heraus, tatsächlich die Fusion von Ultraschall und MRT, wo also die Untersucher beide Dinge gleichzeitig sehen und punktgenau in der Prostata ihre Biopsienadel an die entsprechenden vorher definierten Orte hin navigieren können. Wir können an jedem Ort die entsprechende Bösartigkeit zuweisen mit den pathologischen Präparaten und können die Prostata dann virtuell wieder aufbauen und für den Operateur so sichtbar machen, wo waren denn die Biopsien und an welchem Ort ist denn welcher Tumor mit welchem Bösartigkeitsgrad entnommen worden. Was man auf diese Art und Weise erreichen möchte, ist, dass man Patienten operiert, die diese Operation wirklich brauchen. Wir haben hier eine Statistik aus den USA, die zeigt, dass die Tumore, die ganz wenig aggressiv sind, am häufigsten operiert werden. Das ist die linke Seite. Und die Tumore, was diese Kurve Ihnen einfach zeigt aus unserer Klinik, nachdem wir angefangen haben, auf diese Art und Weise die Prostata abzuklären, dass wir viele, viele Patienten mittlerweile führen, ohne überhaupt eine Therapie durchzuführen. Das heißt, keine Operation, keine Bestrahlung, sondern dass wir sehr zuverlässig mit dieser Form der Biopsie dem Patienten voraussagen können, wir müssen in Zukunft nur das PSA kontrollieren, Sie brauchen aber keine weitere Behandlung. Dagegen schaut eine Kurve, wo konventionell biopsiert worden ist, so aus. Das heißt, hier müssen entgegen der Hoffnung, dass man jemals was machen muss, am Ende doch viele Patienten therapiert werden. Und 2003, wie wir hier angefangen haben, haben wir Patienten im Niedrigrisiko-, Mittel- und Hochrisikobereich praktisch gleich häufig operiert. Heute sehen Sie hier, dass wir im Niedrigrisikobereich kaum mehr Eingriffe durchführen. Können wir jetzt irgendwas machen, um Prostatakrebs noch genauer zu differenzieren? Das ist das, was wir mit Biomarkern machen wollen. Und da haben Sie sicher schon gehört von Angelina Jolie, bei der beidseits eine Brustamputation stattgefunden hat, weil sie das sogenannte BRCA-Gen hat. BRCA-Gen hört sich also in diesem Zusammenhang wie irgendwas ganz Böses an. Aber tatsächlich ist ein BRCA-Gen ein gutes Gen. Es ist ein sogenanntes Tumorsuppressor-Gen und dieses Tumorsuppressor-Gen bildet Proteine, das BRCA-Protein. Das können Sie jetzt merken, die BRCA-Proteine sind die guten. Und diese Proteine die haben die Aufgaben, Schäden an unserem Erbgut wieder zu reparieren.
Man kann sich jetzt also vorstellen, wenn dieses Gen defekt ist und diese Proteine nicht gebildet werden, dann können entsprechende DNA-Schäden nicht repariert werden und es entstehen Tumore. Und interessanterweise gilt das eben nicht nur für den Brustkrebs, sondern wir wissen, dass dieses BRCA-Gen mittlerweile, also wissen das mittlerweile, dass das auch für Prostatakrebs seine Bedeutung hat. Das Risiko ist deutlich höher, einen Prostatakrebs zu bekommen. Die Krankheitsverläufe sind aggressiver und auch die Sterblichkeit am Tumor ist höher. Das heißt, mittlerweile wird von den Kassen ein humangenetischer Test bei einer entsprechenden Familienanamnese finanziert und bei einem positiven Test die Therapie entsprechend auch angepasst. Was völlig Neues ist, was wir früher überhaupt nicht gemacht haben, was ganz neu ist, dass wir mittlerweile auch bestimmte Patienten, die schon Metastasen haben, auch noch immer radikal operieren. Das war früher undenkbar. Es gibt hier erste Kurven, die zeigen, metastasierte Patienten mit radikaler Prostatektomie, mit Brachytherapie und ohne Therapie. Und hier ist also die Sterblichkeit von den Patienten, wobei das keine kontrollierten Studien sind. Aber zumindest lässt sich das damit rechtfertigen, hier vorsichtig hineinzuschauen, auch Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren eben aggressiv zu behandeln. So, falls jetzt jemand sehr empfindlich ist, macht er noch mal kurz die Augen zu. Ich zeige Ihnen, wie wir heute so eine Prostata optimalerweise entfernen. Wir simulieren das primär mal, gucken an einzelnen Patienten, wie schaut das denn im MRT bei dem aus. Hier sind die Nervenbündel für die Erektion. Hier können wir dann genau planen, wie nah bleiben wir an den Nerven mit unserer Operationstechnik. Ein bisschen näher, ein bisschen weiter, je nachdem, wie weit der Tumor fortgeschritten ist. Und setzen das dann mit unserem Instrument, dem sogenannten Da Vinci-Operationsroboter, führen wir das durch. Da ist eine Kamera im Inneren und Sie sehen hier diese ferngesteuerten kleinen Hände im Patienten drinnen. Geht's oder sollen wir aufhören? Und Sie sehen hier, also man kann tatsächlich millimetergenau mit diesem Operationsroboter mit dem Da Vinci operieren. Hier sind die Nerven zu sehen, die für die Erektion verantwortlich sind. Ist nicht so blutig, oder? Nee. So, warum heißt dieses Ding überhaupt Da Vinci? Das ist eine interessante Sache. Da Vinci hat tatsächlich den ersten Roboter gebaut, etwa 1495, der sich wie ein Mensch bewegen konnte. Also das Motto mit unserem Da Vinci ist zurück in die Zukunft. Und damit möchte ich heute Abend auch enden. Wie gesagt, es sind einige der Mitarbeiter heute dabei. Die sind hier immer so weiß gekleidet. Und ich habe jetzt gedacht, ich zeige Ihnen noch ein paar andere Bilder. Das ist der Dr. Hüttenbrink und der Dr. Klein am Gardasee, wo wir letztes Jahr unseren gemeinsamen Ausflug hingemacht hatten. Die Frau Dr. Bergstresser ist zurzeit unsere Kollegin im NCT. Wenn Sie da in die Nierentumorsprechstunde gehen müssten, der Dr. Radke ist im DKFZ und der Professor Dünsing, der leitet unser uro-onkologisches Labor, der sitzt hier in der ersten Reihe, beantwortet auch gerne Ihre Fragen. Und der Dr. Hati Boglu ist heute Abend auch dabei und hat mir geholfen. Den Mitarbeitern bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mich über die Jahre unterstützt haben. Ebenso dankbar bin ich unserer wirklich hervorragenden Pflege. Und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.